Hallo. Wahnsinnsbegrüßung. Hallo. Ich fange einfach mal an. Ja, mach das mal. Bevor wir hier noch einen ganzen Part husten. Also, es geht weiter. Der liebe NRW-Boy wird jetzt erstmal aufhören oder wird erstmal speichern. Und dann geht es ins Gericht. Nein, wenn du das sagst, dann ins wollen wir das mal machen. Ja, ihr Lieben, also wir sind vor Ort mit den Ermittlungen fertig und sind jetzt am 9. Februar um 9:47 Uhr im Bezirksgericht im angeklagten Zimmer Nummer 1. Wer war Iris? Du hast alle gesprochen. Ja, ist klar. Oh je, Herr Laurice, hegt mir gegenüber solche Gefühle? Na komm, wir sind jetzt wieder im Gericht. Da hat man sich in den Kommentaren auch schon drüber gestritten. Wer macht jetzt Edgeworth und wer macht Phoenix? Du müsstest jetzt eigentlich die Rolle von Edgeworth übernehmen, weil ich bin ja gleich wieder Phoenix. Bist du sicher? Ich hoffe es. Offensichtlich weiß er nichts von ihrem wahren Geheimnis. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Verlegenheit. Doch, tut mir leid. Ich bin solche Dinge einfach nicht gewöhnt. Keine Sorge. Auf jeden Fall werde ich ihm das, was er am Abend des Vorfalls sah, förmlich aus der Nase ziehen. Merken Sie sich meine Worte. Ach halt, Moment mal. Nein. Edgeworth ist ja jetzt der Verteidiger. Ja, sag ich ja. Ach ja, Mensch. Ist egal. Passt schon. Du hast genug Mädelstimmen. Ja, okay. Heißt das, dass Herr Lurie heute der Zeuge sein wird? Nein. Ich denke, die Nonne wird als erstes in den Zeugenstand treten. Schwester Bikini. Sie behauptet, gesehen zu haben, wie sie das Verbrechen verübt haben. Ich möchte Sie noch ein letztes Mal fragen. Sie haben Frau Elise Düxnüm wirklich nicht getötet, oder? Das ist richtig. Ich weiß nicht. Also gut. Herr Edgeworth? Ja. Sie sind Staatsanwalt, nicht wahr? Sind Sie sich ganz sicher bei dieser Sache, wenn Ihre wahre Identität herauskommt? Uiuiui. Keine Angst. Ich habe alle nötigen Vorkehrungen getroffen. Was haben Sie? Iris. Es ist der Job eines Staatsanwaltes, an Leute zu zweifeln. Aber im Augenblick bin ich Strafverteidiger. Als Strafverteidiger muss ich an Leute glauben bis zum bitteren Ende. Das hat einmal ein Freund von mir gesagt. Herr Edgeworth? Sie allein werden von der Anklagebank aus über mich urteilen. Sie allein. Entscheiden, ob ich die mir anvertraute Aufgabe meistern kann oder nicht. Gut, Herr Anwalt, ich lege meine Verteidigung in Ihre fähigen Hände. 9. Februar, 1000 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 7. Oh Gott, wer ist der Richter? Ach, er nur wieder. Ja. Das Gericht verhandelt jetzt den Vorfall von Schwester Iris vom Hakuna Matata Tempel. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Oh Gott. Die Verteidigung scheint tatsächlich bereit zu sein. Aber das Gleiche kann leider nicht von der Anklage dieses Falles gesagt werden. In der Tat. Das sieht echt komisch aus, Iris da stehen zu sehen. Spiegelverkehrt. Ich weiß nicht, ob mir eine so unverhohlene Verschwendung der Zeit des Gerichtes gefällt. Ein leerer Stuhl der Anklage kann nur bedeuten, dass der Staatsanwalt seinem Können in diesem Fall nicht vertraut. Anscheinend ist dieser Fall vorbei, bevor er überhaupt begonnen hat. Ich schlage mal mit meinem Hammer. Ich bin bereit, mein Urteil zu verkünden. Das Gericht befindet die Angeklagte für... Oh, was? Was? Oh, wer ist denn das? Oh nein, bin ich das jetzt? Hey, fun. Die Anklage ist bereit.
Genau. Und sie sind... Franziska von Almsick, Staatsanwältin. Das ziehst du jetzt durch, ja? Die Stimme. Von Karma, sagen sie. Sie sind nicht zufällig mit dem legendären Staatsanwalt Manfred von Karma verwandt. Legenden sind Vergangenheit. Ich bin eine von Karma. Das ist alles. Auf besonderen Wunsch bin ich heute für die Anklage in der Verhandlung eingeflogen. Mein Halsspray ist gerade ausgegangen. Das sind sie. Dann müssen sie wohl ein ziemlich großes Tier sein. Übrigens, Herr Eachbird. Ja, euer Ehren. Ich bin mir sicher, sie sind schon einmal gesehen zu haben. Oder bilde ich mir das nur ein? Sie haben große Ähnlichkeit mit einem Staatsanwalt, den ich einmal getroffen habe. Ich denke, das bilden Sie sich nur ein, euer Ehren. Frau von Karma, wollen Sie dazu etwas sagen? Nö. So ein Weichei wie diesen Mann gibt es in der Staatsanwaltschaft nicht. Wirklich, wirklich nett. Oh, ich bin mir sicher, einst in diesem Gerichtssaal... Aua! Ich habe ja gesagt, dass es kein solches Weichei gibt. Oh, was ist das? Eine Peitsche? Oh, das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob ich sowas in meinem Gerichtssaal dulde, aber machen Sie nochmal. Das war gut. Oh, Gerichtsdiener, entfernen Sie diese Peitsche. Augenblick. Moment mal. Ich habe keine Einwände gegen die Peitsche. War ja klar. Habe sie nicht. Die Anklage kann eine Peitsche schwingen oder 17 Tassen Kaffee trinken. Ah ja. Aber es gibt trotzdem nur eine Wahrheit und die werde ich hier und heute beweisen. Da, nimm das. Das verspricht interessant zu werden, Miles Itchworth. Ich hatte heute eigentlich Phoenix Wright erwartet. Aber wenn ich dich so sehe, es ist vielleicht das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Miles Edgeworth, ich werde mir die Chance nicht entgehen lassen, dich zu vernichten. Wie ich sehe, hast du einen Hang zur Theatralik. Irgendwas stimmt hier nicht. Die Leute meinen im Recht verhalten sich sehr seltsam. Aua! Die Bühne ist bereit. Die Verhandlung kann weitergehen, euer Ehren. Na gut. Frau von Karma, schildern Sie uns bitte kurz den Fall. Mit so wenig Peitschenhieben wie möglich. Das Mordopfer ist die berühmte Bildbuchautorin Elise Düxnum. Ihre Leiche wurde im Innenhof des Hakuna Matata-Tempels gefunden. Sie wurde mit dem Zeremonienschwert einer Goldstatue erstochen. Bei dem Schwert auf dem Bild handelt es sich um die fragliche Waffe, richtig? Also gut, das Gericht akzeptiert dieses Tatortfoto. Tatortfoto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Es gibt keine Zweifel, das war das Werk von Schwester Iris. Denn es gibt eine Zeugin, die sie bei ihrem Verbrechen beobachtet hat. Na schön. Bitte rufen Sie dieser Zeugin in den Zeugenstand. Und so fängt er an. Mein erster und letzter Fall als Strafverteidiger. Dödödödüm. Was? Wer ist denn das? Das ist Bikini. Zeugen, nennen deinen Namen und Beruf, bitte. Warten Sie, ich bin mir unsicher, ob ich mir sicher bin, was ich davon halte. Zeugen, bitte stellen Sie sich schön aufrecht hin. Wenn ich mich richtig erinnere, sind im angeklagten Zimmer ein paar Getränkekisten für Zeugen mit Rückenproblemen. Ihr Rechtsdiener, bringen Sie dieser armen Dame bitte in Ihre Getränkekiste. Getränkekiste. So ist besser. Noch einmal, deinen Namen und Ihren Beruf bitte. Meine Wenigkeit, nun, ich bin die Äbtin des Hakuna Matata-Tempels auf dem Altlerberg. Mein Name ist Bikini. Hohohoho. Habt ihr verstanden, Bikini? Hohoho. Nett, euch kennenzulernen. Aber sie scheinen im jaueren Blick keinen Bikini zu tragen. Aua. Der Gerichtssaal ist der Ort der heiligen Gerichtsbarkeit.
Wer Begierde im Herzen trägt, sollte dieses Heiligtum sofort verlassen. Sollst du da wollen, dass ich gehe? Kein Grund dafür, gleich durchzudrehen. Mein Augenblick, mein Anblick ist etwas für Sommertage. Ja. Wie dem auch sei. Zeugin, ich habe gehört, dass Sie das Verbrechen an jenem Abend beobachtet haben. Das ist richtig. Ich kann es selbst kaum glauben, ehrlich gesagt. Es ist einfach unmöglich, dass meine kleine Iris so was getan hat. Dann lassen Sie mal hören, was Sie zu uns erzählen haben. Erzählen Sie uns als erstes, was Sie an jenem Abend getan haben, ja? Zeugen Orban, ja, der Mordabend, ich wusste. An jenem Abend habe ich einer Akolytin bei ihrem Training im inneren Tempel geholfen. Aber, wie man sehen kann, spielt mir mein Rücken auf die Übel mit. Sehr übel. Ich habe Iris gebeten, der Akolytin zu helfen und ging zum Hakuna Matata-Tempel zurück. Im inneren Tempel gibt es kein Bad, wisst ihr? Ich brauche eine heiße Wanne. Nachdem ich fertig war, gerade als ich zurückgehen wollte, da habe ich es gesehen. Was denn? Etwa also reiner Zufall, dass zum Hakuna Matata Tempel zurückgekehrt sind? Ja, das könnte man sagen. Hätte mein Rücken nicht so weh getan, wäre ich im inneren Tempel geblieben. Was sie gerade gesagt hat, hört sich nach einer ziemlich wichtigen Aussage an. Bei dieser Aussage kann ich nur ein Problem erkennen. Und du wirst nicht schon bei der ersten Hürde erstraucheln, oder Miles Edgeworth? Herr Edgeworth, fangen Sie bitte mit Ihrem Kreuzfeuer an. Boah, ist das anstrengend. Ich kann auch eine übernehmen, wenn du willst. An jenem Abend habe ich einer Akolytin bei ihrem Training im inneren Tempel geholfen. Stimmt nicht. Was soll dieser innere Tempel eigentlich sein? Nun, weißt du, wir bringen Leute bei, die sich mit Geistern zu unterhalten, richtig? Wir sind hier diejenigen, die ihnen die Fragen stellen, Madame. Und um das tun zu können, braucht man einen Ort mit starken spirituellen Kräften. Auf der anderen Seite der Dämmerbrücke befindet sich ein Tempel, der innere Tempel. Akolyten müssen eine ganze Nacht dort verbringen und ein intensives Training mitmachen. Und wie genau sieht Ihre Hilfe dabei aus? Es gibt sehr strenge Regeln. Das Ganze kann nicht ohne eine Nonne stattfinden. Wie ein Lehrer, der aufpasst, dass ein faules Kind lernt. In deinem Fall wohl eher eine Lehrerin mit Peitsche. Wenn das der Fall ist, warum ging sie zurück zum Hakuna Matata-Tempel, wo der Mord stattgefunden hat? Aber, und wie man sehen kann, spielt mein Rücken oft übel mit, bla bla bla, und sehr übel. Sehr übel? Das ist richtig. Und das ist nicht zum Lachen, vor allem im Winter. In den kalten Monaten kann ich nichts Schwereres als ein Messer und Gabel halten. Schon allein im Leben zu sein, ist ein schweres Training. Ja. Am Mordabend, da hat ihr sagenhafter Rücken wieder wehgetan. Das ist richtig. Er tobte wie ein Stier im Hühnerstall. Ich bin fast ohnmächtig geworden. Ich wusste, wenn ich ihn nicht wärme, würde er mich fertig machen. Ich habe Iris gebeten, der Akolytin zu helfen und ging zum Hakuna Matata-Tempel zurück. Sie haben Iris gebeten, der Akolytin zu helfen? Wobei denn? Was denkst du denn? Bei dem Training der Akolytin natürlich. Es war erst kurz nach 22 Uhr und wir wollten gerade mit dem richtigen Training beginnen. War ihr Platz denn nicht an der Seite ihrer Schülerin? Nun, eigentlich muss man nur aufpassen, dass die Akolytin nicht ohnmächtig wird. Nur um diesen Punkt noch einmal zu bestätigen, an jenem Abend haben Sie Iris im inneren Tempel getroffen, richtig? Ja. Sie ist ein sanftes, ehrliches Mädchen. Sie hatte meine Anweisungen bisher immer befolgt. Im inneren Tempel gibt es kein Bad, wisst ihr, und ich brauche eine heiße Wanne.
Sie sind also zum Hakuna Matata-Tempel zurückgekehrt, um ein Bad zu nehmen. Oh, das haben wir doch gerade gesagt. Mein Rücken ist an allem schuld. Letztendlich läuft es darauf hinaus, zu handeln oder gehandelt zu werden. Was? Zu handeln oder gehandelt zu werden? Ein Stück Fisch. Aber wirklich. Wie lange waren Sie im Bad, wenn Sie mir diese Frage erlauben? 3 Punkte. Hm? Meine Güte, du Schelm. Ich weiß genau, worauf du denkst. Woran? Was? Hm? Wetten, dass du als nächstes fragst, was genau haben Sie gewaschen? Mit Sicherheit. Genau deshalb muss man sich vor der Jugend in Acht nehmen. Wovon reden Sie da? Erbärmlich, Mieles, ich schwerf. Tiefer kann man nicht sinken. Hat die Bank der Verteidigung etwa ein Schild, auf dem Tritt mich steht? Jedenfalls konnte ich nicht zu lange von meinem Posten fernbleiben, verstehst du? Ja, warum zittert die denn jetzt? Nachdem ich fertig war, gerade als ich zurückgehen wollte, da habe ich es gesehen. Das Verbrechen geschah im Innenhof, richtig? Der Weg von meinem Zimmer zur Haupthalle führt über einen gewundenen Gang, von dem man den Innenhof sehen kann. Was ist ein gewundener Gang? Schnuck. Richtig, mit anderen Worten. Es war reiner Zufall, dass die Zeug das Verbrechen mit eigenen Augen gesehen hat. In diesem Fall gab es keine komplizierte Inszenierung. Das scheint wirklich der Fall gewesen zu sein. Es gibt tatsächlich nur ein Problem bei dieser Aussage. Wenn ich es eindeutig auf den Punkt bringen kann, dann kann ich es herausfinden. Wie gut das Gedächtnis und die Beobachtungsgabe der Zeugen sind. Tja, die sind durch. Na, toll. Jetzt, was können wir denn... Was haben wir denn da? Ja, was haben wir denn da alles? Wir haben ein Tatortfoto, Autopsiebericht, eine Zeugenaussage, läutete Abendglocke um 22 Uhr und war dann in ihrem Zimmer, bis der Mord geschah. Moment. Aber ich habe ihres gebeten, der Akolytin zu helfen und ging zum Hakuna Matata-Tempel. In ihrem Tempel gibt es keine... Nachdem ich fertig war, habe ich... Ich habe ihres gebeten, der Akolytin zu helfen und ging... Moment. Nein. Ich verstehe. Läutete Abendglocke um 22 Uhr und war dann in ihrem Zimmer, bis der Mord gedeckt. Nein. Das ist sogar richtig. Sehr gut. Zeugen müssen sich ihrer eigenen Probe unterziehen, fürchte ich. Das Schicksal der Angeklagten hängt schließlich von deren Beobachtung und Erinnerung ab. Sieh an, keine Sorge, ich bin dieser Aufgabe mehr als gewachsen. Ich bin schließlich eine Frau des Glaubens. Ich bin die Chefin des Hakuna Matata-Tempels. In diesem Fall, Frau Chefin, erklären Sie mir bitte eine Sache. Die Diskrepanz zwischen Ihrer Aussage und der von Iris, der Angeklagten. Sie sagt, dass sie nach dem Läuten der Abendglocke in ihr Zimmer ging und dort blieb. Das heißt, sie ist gar nicht zum inneren Tempel gegangen. Nein, das hat sie gesagt. Eine Angeklagte oder eine Zeugin. Wer wird mit größerer Wahrscheinlichkeit lügen? Was meinst du? Janja klagte, lügt, um ihre eigene Haut zu retten. Aber das ist völlig unlogisch. Der Mord geschah im Innenhof des Hakuna Matata-Tempels. Zu behaupten, sie sei zum inneren Tempel gegangen, wäre ein viel besseres Alibi. Aber das ist seltsam. Aus welchem Grund auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie lügt. Sie hat wirklich ganz ehrliche Augen. Aua! Alle Menschen lügen. Davon bin ich überzeugt. Warum bin ich der Einzige, der hier gepeitscht wird? Ich schau jetzt mal mit meinem Hämmerchen hier. Wie auch immer, weder die Zeugen noch die Angeklagte haben einen Grund. Das heißt, wir alle müssen ihr Gedächtnis in Frage stellen. Du meine Güte, du bist älter als ich und willst trotzdem dieses Spielchen spielen, wie?
Das ist eigentlich nicht das, was ich... Mein Gedächtnis ist ausgezeichnet. Besonders im Winter. Dann ist es wohl noch zu früh, dieses Kreuzverhör zu beenden, hm? Herr Edgeworth, wenn Sie das Gedächtnis dieser Zeugen anzweifeln wollen, müssen Sie mir schon ein entscheidenderes Beweisstück vorlegen. Verstanden, Euer Ehren. Zu denken, dass dies allein genügen würde, war wohl naiv. Genau. Dann führen Sie bitte Ihre Bemerkungen über Ihres der Aussage hinzu. Und dann kehren wir zum Kreuzfeuer zurück. Was? Aber das in der nächsten Folge? Jetzt schon? Ja, 20 Minuten so rum. Nein, mit dem Geplänkel am Anfang. Na gut, Freunde. Wir müssen Schluss machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe es. Bis dahin. Bis dann. Ciao. RB-Boy 18. Adieu. Tschüss. Mit Jü. Jü. Düxum. Düxum. Tschüss. Düxum.